Das hat womöglich jeder schon mal erlebt. Man möchte im Internet arbeiten und, oh Schreck, nichts geht mehr. Die Internetverbindung scheint nicht mehr da zu sein. Was mache ich jetzt? Damit du hier mal einen Einblick drauf bekommst, wie man systematisch das Ganze durchprüfen kann, bleib am besten dran, denn das erkläre ich nach dem Intro. Hallo, mein Name ist René Steyes, ich bin Gründer vom SAT-Service und oft genug fahre ich heraus, auch für Telefonanbieter, die haben Kunden, da funktioniert das Internet nicht. Und in vielen Fällen habe ich hier auch eine Checkliste, die ich abarbeite und diese Checkliste, die können viele Kunden eigentlich direkt selber lösen, dafür brauchen sie mich gar nicht. Und dieses kleine Geheimnis möchte ich heute mal mit dir teilen. Deswegen geht es in diesem Video einfach mal um die Internetleitung. Was mache ich, wenn bei mir Internet ausfällt? Wie kann ich selber dafür sorgen, dass ich möglichst schnell hier Abhilfe bekomme? Gut, gucken wir uns das Ganze einfach mal an und gehen auch direkt ins Thema rein. Was mache ich also, wenn ich jetzt feststelle, Internet funktioniert nicht? Als erstes würde ich überprüfen, ist der Router an der Telefonbuchse angeschlossen? Gerade wenn ich mit kleinen Kindern oder mit Tieren im Haus lebe. Denn du glaubst gar nicht, wie oft ich das schon erlebt habe, dass hier einfach nur ein Problem war und der Router einfach nur mal an der Telefonbuchse wirklich nochmal befestigt werden musste, was der Stecker nochmal nachgedrückt werden musste, nur weil da irgendjemand gegen den Stecker gekommen ist. Das ist ein Fehler, der kommt oft genug vor und das ist eigentlich mit immer mein allererster Blick, wenn ich beim Kunden reingehe, wo ist die Telefondose und aha, Stecker ist drin, alles ist gut. Danach gehe ich hin und überprüfe einmal ganz kurz, sind alle Kabelverbindungen drin. Das geht halt wirklich vom Router, alle Kabel, die im Router drin sein müssen, wenn mein Computer mit dem Kabel, mit dem Router verbunden ist, prüfe ich das. Ist Stromkabel alles angeschlossen, passt das soweit? Denn auch das ist so die logische Schlussfolgerung. Wenn da irgendwas mit dem Kabel ist, dann habe ich hier meistens schon das Problem gelöst. Wichtig ist, wenn du das jetzt machst und du drückst nochmal die Kabel nach, dann musst du dem Router auch die Möglichkeit geben, ich sage immer so 5 Minuten, dass er eventuell, sollte hier ein fehlerhafter Kontakt gewesen sein, dass er eine neue Internetverbindung aufbauen kann. Hier solltest du ein bisschen Geduld mitbringen. Wenn du hier zu hektisch bist und sagst, oh, geht ja immer noch nicht, hast du eventuell das Problem schon behoben. Aber dadurch, was du weiter, sag mal, fummelst, hast du das Problem, dass deine Internetverbindung vielleicht doch nicht funktioniert und du denkst, wieso, Kabel waren doch alle okay. Und dabei war das doch das Problem. Also bei solchen Sachen immer Ruhe bewahren. Dann klappt das auch wieder mit Internet. Wenn das alles nichts gebracht hat, dann einfach mal den klassischen Neustart des Routers. Auch das kannst du als erstes mal probieren. Das muss jetzt nicht unbedingt in dieser Reihenfolge sein. Das ist die Reihenfolge, die ich durchgehe, wenn ich beim Kunden bin. Der Neustart des Routers, ja, ich würde sagen, von 10 Anrufen, die mich wegen einer fehlerhaften Internetleitung erreichen, sind 8 dabei, wo Neustart des Routers dafür sorgt, dass alles wieder geht. Generell wichtig ist, das erlebe ich auch immer, solltest du mal mit einem Supporter telefonieren oder gar mit der Hotline und bist da gerade am Apparat und sagst, ja, mein Internet funktioniert nicht und die sagen zu dir, hey, starte mal den Router neu. Wenn du über Festnetz telefonierst, dann ist in dem Moment, wo du das machst, auch dein Telefongespräch weg. Solltest du wissen, denn das habe ich auch durchaus schon erlebt, was sich den Kunden dazu geraten hat, ja, ich mache Klick. Und schon ist der Kunde nicht mehr in der Leitung. Ist natürlich doof, aber passiert. Deswegen Neustart des Routers durchführen und auch wieder die obligatorischen 5 Minuten abwarten. Gucken, ob dann alles wieder funktioniert. Wenn das auch nicht der Fall ist und du dein Internet über Kabel probierst, also nicht über WLAN, über Kabel, also wenn du dein Internet mit WLAN nutzt, also auf Notebook, und du die Möglichkeit hast, dann prüf doch einfach mal die Verbindung, was passiert, wenn du dein Notebook mit einem Kabel direkt mit dem Router anschließt. Du hast in der Regel bei dem Router, meistens ist das so ein gelbes Kabel dabei, was 1-2 Meter lang ist, da einfach mal kurz rangehen und nur mal kurz gucken, funktioniert jetzt das Internet. Dann weißt du, wenn das über Kabel funktioniert, aha, Internet an sich ist da, scheint ein Problem mit dem WLAN zu sein und somit bist du schon einen Schritt weiter. Gehen wir mal nur weiter und zwar jetzt gehen wir mal gezielt auf den Router.
Und wenn das immer noch nicht funktioniert, solltest du prüfen, ist überhaupt ein DSL-Signal da. Ich persönlich empfehle die Geräte von AVM, die sogenannten Fritzboxen. Das soll jetzt hier keine Schleichwerbung sein, sondern das ist wirklich eine Überzeugung von mir. Denn die Geräte machen für den Privatgebrauch durchaus Sinn. Und selbst kleinere Firmen statte ich gerne mit einer Fritzbox aus. Denn hier habe ich wirklich sehr viele Möglichkeiten, recht einfach zu konfigurieren. Und vor allen Dingen ist es auch schön, hier kann man sehr viel auf den ersten Blick auch als Laie schon erkennen. Und wenn ich bei einer Fritzbox wissen möchte, ob das DSL-Signal da ist, dann muss ich einfach nur mal hier auf die Power-DSL-Leuchte gucken. Denn brennt, also ist die an bzw. blinkt die, dann weiß ich zumindest, aha, der Router hat Strom erarbeitet. Leuchtet sie durchgehend, dann sprechen wir davon, was die Fritzbox ein DSL-Signal, also eine Synchronisation mit einer Gegenstelle aufgebaut hat. Das heißt, die eigentliche DSL-Leitung ist da, beziehungsweise wenn du ein Kabelnetzanbieter bist, ist auch da eine Synchronisation da. Das heißt, eine Gegenstelle wird gefunden, die Leitung an sich steht. Wenn dein Internet trotzdem nicht funktioniert, ist das meistens entweder eine Fehlkonfiguration im Router oder dein Internetanbieter hat gerade Probleme. Blinkt die in langsamen Abständen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass diese Fritzbox keine Verbindung aufbauen kann. Sollte deine Fritzbox schnell blinken, also langsam blinken und dann mal anfangen schnell zu blinken und dann wieder langsam werden, dann findet sie irgendwas, kann aber diese Synchronisation nicht aufbauen. Deutet meistens dann auf irgendein Problem in der Leitung hin. Das ist das, was du machen kannst, wenn du keine Fritzbox dein eigen nennst, sondern einen anderen Router. Einfach mal gucken. Meistens haben die irgendwie eine LED, die nennt sich online, die nennt sich direkt DSL. Vielleicht nochmal ein Handbuch des Routers reingucken, wie das genau verschachtelt ist. Bei den meisten Routern ist es so, wenn diese Lampe durchgängig leuchtet, ist auch eine Verbindung da. Aber das ist von Modell zu Modell unterschiedlich und ich möchte hier jetzt nur auf die Fritzbox eingehen, denn die ist mit am meisten verbreitet. Wenn die Lampe durchgängig brennt, du WLAN nutzt und das gegebenenfalls sogar über Kabel funktioniert hat, dann solltest du vielleicht mal gucken, ob bei einer Fritzbox das WLAN-Symbol an ist und auch durchgängig leuchtet oder gegebenenfalls bei deinem Router, den du hast, das auch der Fall ist. Ist WLAN ausgeschaltet, klar, dann kann dein Computer keine WLAN-Verbindung aufbauen. Und auch das ist ein Fehler, der oft genug vorkommt, was man einfach nur beim Saubermachen versehentlich einen Knopf auf dem Router erwischt hat und dieser Knopf dann das WLAN ausgeschaltet hat. Wenn das Ganze nichts bringt und es auch zu keinem DSL-Signal kommt, dann sind wir an dem Punkt, wenn die Kabel alle richtig sind und die Fritzbox baut keinen Sync auf oder beziehungsweise Router baut keinen Sync auf, dann würde ich jetzt die Zeit nutzen und mal die Hotline von deinem Anbieter anrufen und denen das Ganze schildern. Im Grunde genommen hast du jetzt von deiner Seite schon alles gemacht, was du als Nicht-Experte nutzen kannst und du kannst dann den DSL-Anbieter, also deinen Telefonanbieter, dann einfach mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen, was ist hier los, ich habe hier keine Synchronisation, nennt sich das, also die Fritzbox, die Lampe leuchtet nicht durchgängig, das heißt, es ist kein DSL-Signal da. Und dann bist du dabei, den Anbieter zu kontaktieren. Und da gibt es dann so ein paar Sachen, die du wissen müsstest. Und ich will jetzt hier auch ein bisschen aus meiner Praxis, aus dem Nähkästchen plaudern. Denn es ist teilweise schon ein bisschen hanebüchend, was man teilweise bei einigen Anbietern so erlebt. Ich möchte hier jetzt keine Namen nennen. Ich habe natürlich auch so ein bisschen meine Favoriten und auch Anbieter, wo ich dann schon keine Lust habe anzurufen. Aber ich möchte hier jetzt nicht kein Anbieterbashing betreiben. Deswegen gehe ich das Ganze hier jetzt mal ein bisschen nüchtern durch. Und gucken wir uns das Ganze mal an. Wenn kein DSL-Signal anliegt, dann sollte dein Anbieter eine Messung der Leitung vornehmen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn eine Leitungsermessung bei DSL vorgenommen wird, dann müssen mindestens zwei Messungen direkt hintereinander erfolgen. Und zwar eine Messung mit angeschlossenen Router, das heißt in der Konfiguration, Router ist eingeschaltet und die Verbindung von der Telefondose zu deinem Router steht.
Und anschließend muss eine Leermessung vorgenommen werden. Diese Leermessung bedeutet, dass dein Anbieter dich dazu auffordert, einmal den Stecker von einer Telefondose zu lösen. Hintergrund ist, selbst wenn dein Router defekt ist, selbst wenn irgendwo was anderes ist, sollte hier dein Anbieter in der Messung einen Unterschied feststellen. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail darauf reingehen, ich kann das wesentlich feiner zerlegen, aber das ist für dich nicht weiter relevant und mit gefährlichen Halbwissen würde ich da jetzt auch nicht unbedingt anrufen. Für dich ist einfach nur wichtig, diese Messung sollte so stattfinden. Ich habe es durchaus schon in meiner Praxis erlebt und dasselbe hat mich auch so ein bisschen schockiert, was die Messung gesagt wurde, ja, ich kann den Router nicht finden. Und wenn das passiert und es wurde keine Leermessung gemacht, dann wurde die Leitung nicht geprüft, sondern dann wurde einfach nur geguckt, jetzt einmal übertrieben gesagt, ob der Router eine DSL-Verbindung aufgebaut hat. Wenn du diese Anleitung bisher durchgegangen bist, dann weißt du das selber schon. Das heißt, dafür brauchst du nicht an der Hotline anrufen. Und du hast halt das Problem, wenn das gemacht wird, dann weiß dein Anbieter auch noch überhaupt nicht, was los ist. Und vermutlich, so war es zumindest in meinen Fällen, wo das vorgekommen ist, was denn dem Kunden der schwarze Peter zugeschoben wird. Es ist denn total lustig, wenn man mit Fachkenntnissen dort anruft und dann halt wirklich den Leuten mal ein bisschen mehr auf den Zahn fühlt und dann eigentlich feststellt, was das, ja, ich sag mal, arme Callcenter-Mitarbeiter sind, die selber von der Technik keine Ahnung haben, aber nicht in der Lage sind, hier jetzt einen gescheiten Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen. Wenn der Anbieter diese Messung vorgenommen hat und jetzt irgendwie drauf kommt, oh, wir haben hier eine Verschaltung, oh, wir haben hier eine Störung in der Leitung, da muss ein Techniker kommen, dann ist das zwar ärgerlich für dich, ist aber für dich ein Zeichen, was sich dein Anbieter drum kümmert, was du möglichst schnell wieder online gehen kannst. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und hier möchte ich jetzt auch mit ein bisschen Erfahrungswerte sammeln, das, was ich so tagtäglich in meiner Praxis erlebe, damit du einen Anhaltspunkt hast. Also, wenn dein Anbieter jetzt die Leitung gemessen hat und stellt fest, oh, wir haben ein Problem in der Leitung, die Messwerte stimmen nicht, dann wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass ein Techniker raus muss. Und jetzt wird es nochmal interessant, denn ich weiß die genaue Prozentzahl jetzt nicht. Ich würde jetzt sagen, gefühlt mindestens 95% der deutschen Anschlüsse, aber auf jeden Fall die meisten DSL-Anschlüsse, da ist die letzte Meile Eigentum der Telekom. Und an dieser letzten Meile, da darf dein Telefonanbieter, wenn du nicht gerade bei der Telekom bist, nicht wirklich selber Hand anlegen, sondern er mietet diese letzte Meile direkt bei der Telekom und da muss ein Telekom-Techniker für rauskommen. Das Ganze macht das Ganze auch teilweise ein bisschen komplizierter. Viele Anbieter verschweigen das, was ich persönlich ein bisschen schade finde. So ist man immer verärgert auf den alten Anbieter. Und im Grunde genommen kann der alte Anbieter nichts dafür, weil der auch nur diese Störung weitergeben kann. Für dich ist es jetzt wichtig, in der Regel muss da jetzt ein Techniker raus, der muss deine Leitung prüfen. Da wird ein Termin ausgemacht und dieser Termin sollte nicht länger als 4 Werktage dauern. Meiner Erfahrung nach 2 bis 3 Werktage. Also ich habe es mittlerweile, geht es recht schnell, also ich habe es jetzt mittlerweile schon ein paar Mal erlebt, was es schon am nächsten Tag diesen Techniker-Termin gab, aber das Ganze sollte nicht länger als 4 Werktage dauern. Dieser Techniker-Termin kommt halt mit einem Telekom-Techniker. Und auch hier zeigt die Praxis es so, was es oft genug vorkommt, dass man hier ein Zeitfenster hat, was die Telekom sagt, okay, wir kommen nächsten Donnerstag zwischen 8 bis 14 Uhr oder zwischen 14 und 18 Uhr. Irgendwie so einen großen Zeitfenster. Und dann wartet man zu Hause. Und dann kommt aber kein Techniker vorbei, sondern kriegt irgendwann die Nachricht von seinen Internetanbieter, dass die Leitung, also das Problem behoben wurde. Das kann durchaus sein, denn wenn der Techniker von der Telekom zum Schaltkasten geht und dort einen Fehler feststellt und den beheben kann, dann wird der nicht nochmal bei dir klingeln, sondern der wird dann gleich zum nächsten Auftrag weiterfahren. Und da ist die Kommunikation, ich sag mal, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wird leider nicht so gehandhabt, wie man es als Kunde gerne hätte. Müssen wir aber in den sauren Apfel beißen. Da nimmt das Licht nicht an den Telefonanbieter, sondern das habe ich bei jedem Telefonanbieter, da kann ich keinen rausnehmen. Selbst bei der Telekom kann mir das passieren, was mir der Techniker nicht Bescheid sagt. Und ich gegebenenfalls mir dann einen halben Tag für mich scheinbar umsonst freigenommen habe.
Das ist aber wichtig, dass ich trotzdem zu Hause bin, weil sollte der Fehler nicht im Schaltkasten liegen oder der Techniker sich nicht sicher sein, dann will der einmal an meine Telefondose ran und das Ganze einmal überprüfen. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn der nicht an diese Dose rankommt, dann wird er diesen Einsatz auch absagen und dann hänge ich wieder längere Zeit ohne DSL-Anschluss dabei. Deswegen gehen wir gleich weiter zu meinem Geheimtipp. Und zwar würde ich, wenn das Ganze wirklich das Problem nicht bei mir zu suchen war, wenn das extern lag, weil es eine Verschaltung gab oder sonst irgendwas, einfach mal kackfrech meinen Telefonanbieter anrufen, ihn kontaktieren und ihn einfach mal darauf hinweisen, ja, jetzt hatte ich eine Woche kein Internet, das ist jetzt ärgerlich, ich bezahle dafür, diese Woche fehlt mir und ich muss das Ganze jetzt ein bisschen ausgleichen, ich musste das Ganze jetzt über mein Handynetz machen und das hat mir zusätzliche Kosten verursacht. Nicht alle Anbieter, aber viele Anbieter gehen halt hin und räumen einen dann in irgendeiner Form Goodie ein. Das kann durchaus sein, dass sie dann sagen, okay, wir schreiben ihnen jetzt mal 10 Euro gut. Das kann durchaus mal sein, dass man vielleicht irgendwie was anderes bekommt. Mein Tipp ist es einfach, probier es einfach aus. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass er sagt, nö, ist uns egal. Dann weißt du, was für ein Anbieter du bist und weißt vielleicht, wann dein Vertrag demnächst ausläuft und dann kannst du dir überlegen, ob du mit einem solchen Anbieter noch weiter zusammenarbeiten möchtest. Das ist einfach nur ein kleiner Geheimtipp. Ich weiß, in vielen Fällen kann man hier noch eine kleine Gutschrift rausholen und somit ist man wenigstens ein bisschen entschädigt, wenn das Ganze hier mal nicht funktioniert. So, jetzt bist du dran. Wie sieht das aus? Hast du schon Erfahrungen mit sowas gemacht? Läuft dein Internet stabil? Bist du Kabelkunde? Bist du DSL-Kunde? Wie sind deine Erfahrungen? Hau sie mir in die Kommentare rein. Ich bin auf deine Meinung gespannt. Und wenn du da irgendwie Fragen zu hast, auch zu diesem Video, auch gerne in die Kommentare rein. Ich gucke mir das gerne an und dann schauen wir weiter. Wenn es bei dir akut ist und du partout nicht mehr weiter weißt, wie es weitergehen soll, dann gerne 0421 64 37 576 oder die E-Mail-Adresse service@freude-an-der-it.de. Da bekommst du mich dann direkt erreicht und dann kann ich dir professionell helfen und dir dann gegebenenfalls auch einen Techniker vorbeischicken, der sich das direkt bei dir vor Ort einmal anguckt und dir wirklich Wissen in die Hand drückt oder dir auch dabei hilft, deine Internetleitung wieder zum Laufen zu bekommen und das auch gegenüber deines Telefonanbieters, wenn du verunsichert bist, wie du am besten mit ihm in dem Bereich redest. Wenn dir das Video gefallen hat, dann vergess bitte auch nicht den Daumen nach oben. Das zeigt mir, was dir dieses Video gefallen hat und was ich in dem Bereich weitermachen kann. Und auch das Abo bitte nicht vergessen. Wenn du den Kanal abonnierst, was für dich kostenlos ist, dann bekommst du solche Tipps immer frei Haus geliefert. Drückst die Glocke noch dazu, sorgt auch YouTube, dass du sofort informiert bist, sobald es von mir was Neues gibt. Und ich oder mir bleibt nichts mehr anderes übrig, wie dich im nächsten Video begrüßen zu können. Denn das Video ist schon in Arbeit und ich freue mich, dich dort wiederzusehen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute und hoffentlich auch Internet funktionierende Zeit.